Hallo ihr Süßen, ich habe irgendwie Kissen auf dem Kopf. Hallo, sagte ich schon. Ich war gerade bei Müller und habe mit euch darüber bei Instagram geschrieben. Ich wollte nur mal kurz gucken, was es so gibt, wie das immer so ist. Es gab was, überraschenderweise. Und zwar habe ich das neue Catrice-Sortiment unter die Lupe genommen. Und eine Essence-LE aufgetan. Ich habe online in der Preview gesehen, dass es so Lidschattenstifte geben wird bei Essence. Quatsch, bei Catrice. Und da war ich dann zumindest online schon sehr begeistert und dachte, die guckst du dir mal genauer an. Das habe ich dann jetzt auch getan. Ich habe sie geswatcht, alle sechs. Ich habe das total toll gemacht. Wie ihr seht, kann ich mein Handgelenk total gut verbiegen. Das sind die sechs Farben, die es gibt. Ich habe mir schändlicherweise nicht aufgeschrieben, wie die Töne heißen. Hier ist noch so ein Goldton, den ihr jetzt, glaube ich, nicht mehr so gut sehen könnt, weil ich schon, oder zwei Goldtöne, weil ich mir schon die Finger gewaschen habe. Ja, ein Kupferton, ein Bronzeton, ein Grauton und ein Lila-Grauton. Und ja, ich habe zwei mitgenommen und noch zwei von Essence. Und ich habe zwei Lip Liner mitgenommen, die aber, glaube ich, nicht neu sind. Ich versuche euch noch aufzuschreiben, wie die anderen sechs heißen. Wollte ich euch nämlich schon wieder meinen neuen Astor-Stift zeigen, aber das habe ich ja im letzten schon getan. Ja, wie gesagt, scheinbar ist es mir im Januar nicht so gut gelungen, die Dinge nicht zu kaufen. Fragt mich nicht, wieso. Irgendwie bin ich scheinbar ein bisschen kaufsüchtig. Das ist ja eine ganz neue Sache. So, das ist mein kleiner Haul. Ich habe bei Essence die Valentine Who Cares LE entdeckt. Und auch die haben wasserfeste Smoky Eyeshadow Sticks. Love is in the air, don't breathe. Besser ist es. Das ist so ein wunderschöner, was ist es, roséstichiger Goldton, der mir richtig gut gefällt. Super Problem ist jetzt schon, das habe ich beim Tester schon gemerkt. Es lässt sich zwar rausdrehen, aber ihr müsst echt aufpassen, er lässt sich nicht so super gut wieder reindrehen. Könnte sein, dass ihr euch dann die Spitze zermatscht. Dann habe ich mitgenommen den Smoky Eyeshadow Stick 02 L-O-V-E, bla bla bla. Da hat jemand also richtig viel Bock auf Valentine's Day dieses Jahr. Und das erklärt jetzt vielleicht auch, warum ich bei Catrice jetzt nicht alle mitgenommen habe, denn ich hatte mir die zwei von Essence schon ausgesucht. Das ist ein, ja, cremiger Lidschatten, die sollen auf jeden Fall wasserfest sein und das ist so ein Silbergrau, ja, super schöne Farbe. Und das sind die beiden, die ich bei Catrice mitgenommen habe, und zwar sind das die Styling Eyeshadow Pens, einmal in der Farbe In the Top Top 10 und Copper and Paste. Boah, Brüllernamen wieder. Genau. Also leicht geswatcht hatte ich sie euch hier schon. Jetzt mache ich das nochmal. Den kupferfarbenen, also diesen kupferfarbenen, habe ich online schon sehr schön gefunden. Deswegen dachte ich mir schon, dass er mir auch in Natura richtig gut gefallen wird. Das ist dieser hier. Also Copper and Paste und In the Top 10. Ah, Top, der dreht sich gar nicht doch. Okay. Also da war hier das Ding ein bisschen rausgerutscht und dann ließ es sich nicht drehen, konnte ich jetzt mal wieder reindrücken. Ja. Überraschung, Überraschung, sie sehen sich sehr, sehr ähnlich. Super Idee, Sarah, beide zu kaufen. Wobei man, wenn man nah dran guckt,
ist der von Essence gräulicher und der von Catrice deutlich lilaner, was mir sehr gut gefällt. Auch die haben wieder das Problem, dass sie nicht sich richtig wieder zurückdrehen lassen. Finde ich schon scheiße, da kostet einer 4 Euro. Also die Drehfunktion hätte man durchaus mit 10 Cent ne, besser kaufen können. Also ihr versteht, was ich meine. Genau, und bei diesem hier, seht ihr das? Geht viel zu leicht der Deckel ab. Weiß ich jetzt schon, ist nichts für die Handtasche, würde ich mich nur drüber aufregen. Das sind also die beiden oder die 4 Eyeshadow Sticks, die ich gekauft habe. Ihr dürftet mittlerweile wissen, wie sehr ich sie liebe. Ich mag es total gerne, sie unten am Wimpernkranz zu tragen oder auch oben als Eyeliner. Aber das ist die, für unten finde ich sie am allerschönsten. Das wertet nochmal so ein Augen-Make-up auf und macht es nochmal so einen besonderen Eyecatcher. Brüller. Ja, dann habe ich noch 2 Long-Lasting Lip Pencils mitgenommen, die es, glaube ich, aber schon gab. Plumplona Olay und Sweet Aubergine. Wobei mir, glaube ich, gerade auffällt, dass ich den Sweet Aubergine, glaube ich, sogar schon habe, wenn er toll gekauft war. Ja, weil das, fällt schon der Deckel ab. Ich mache jetzt mal Sweet Aubergine. Das ist dieser hier. Und der Pamplona Olé. Wie machen wir den denn mal hin? Machen wir mal so. Das ist der da oben. Pamplona Olé. Ja. Long Lasting Lip Pencil von Catrice finde ich super. Echt schöne Farben, decken gut. Kann man auch, finde ich, super als alleinige Lippenprodukte tragen. Und eine super Base geben sie dafür auch ab. Also echt klasse. Ja, ich habe insgesamt 16,25 Euro bezahlt. Ich habe aber 2 Gutscheine benutzt. Also diese 3%. Wenn du was kaufst, kriegst du 3% vom Gesamtbetrag als Gutschein für den nächsten Einkauf mit zurück. Wieder zurück. So, dann kann ich mal eben nachgucken. Die habe ich auch bewahrt. Die Essence Eyeshadow Sticks kosten 2,45 Euro. Die von Catrice 3,95 Euro. Also ist jetzt aus dem neuen Sortiment. Und die beiden Lip Pencil kosten je 1,95 Euro. Ja, Essence hatte bei uns in dem Müller noch keinen. Habe ich eigentlich erzählt, dass ich Müller gesagt habe? Ich war bei Müller einkaufen. Essence hatte noch keine neuen Produkte im Regal, aber die konntest du schon mal gucken, LE, die ja dann im Endeffekt keine ist. Da fand ich jetzt nichts wirklich spannend, muss ich sagen. Und ja, Catrice hatte komplett sein neues Sortiment. Einige ganz spannende Sachen so dabei, wobei ich im Großen und Ganzen ehrlich gesagt nur interessiert an den Eyeshadow Sticks war. Ja, die habe ich dann ja, wie gesagt, auch mitgenommen. Warum habe ich die anderen nicht mitgenommen? Kupferfarbenen hatte ich noch nicht. Und die Goldtöne habe ich schon. Das ist die einfache Erklärung. Und warum habe ich den Grauton nicht mitgenommen? Wie gesagt, weil ich die beiden von Essence noch mitgenommen habe. Und hier hat sich der Astor wieder reingeschlichen. Ja, das war mein kleiner Mini-Haul. Ich wollte euch einen kurzen Einblick in die neuen Sachen von Catrice geben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ciao!